Heute habe ich einen wunderbaren Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Aber bevor es mit diesem Gast losgeht, zuvor natürlich mein Liebling, ja, an einem Samstagabend. Und ihr wisst, das sind die sogenannten TikTok-Videos. Gucken wir mal, was wir Spannendes da rausgesucht und rausgefischt haben. Wir kommentieren natürlich die Videos, die in den letzten 7 Tagen extrem viral gehen oder aus der Reihe tanzen oder. Ich lasse mich jedes Mal überraschen. Ich habe gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ja, die Crew sucht sich immer so 6 bis 7 TikToks aus und ich muss diese kommentieren. Jürgen, scharf, nicht scharf, bisschen scharf. Bisschen scharf, ja. Gerade der Apfel, ja. Gerade Apfel, ja, aha. Aha, tut ihr auf, tut ihr auf, tut ihr auf. Was tut ihr auf, tut ihr auf, ja? Bei der Frau. Jürgen, scharf, nicht scharf, bisschen scharf. Okay, alles klar. Wie aggressiv willst du sein? Das ist einer der bekanntesten Chilköfte-Verkäufer wahrscheinlich der Welt. Der Herr ist ziemlich aggro unterwegs. Ich stelle mir ja vor, wenn der auf Chilköfte-Trip so unterwegs ist. Stell dir mal vor, du gehst einen Döner kaufen und jemand sagt, willst du einen Döner haben? Und der ist aggro. Ey, Döner mit allem! Würde er sagen. Keine Ahnung, was er dann denken würde. Also so. Ah, ja, ja, okay, also Chilköfte, ihr wisst Bescheid, Agro-Version. Was gibt's noch? Okay. ja. Ihr wisst, ich bin ein großer Anhänger der Black Eagles, ja, Beşiktaş Istanbul. Es ist eine geile Überraschung, dass meine Crew mir zufällig sagt oder mir dieses Video quasi präsentiert. Ich messe mal meinen Mittelfinger. So, ich würde sagen, es sind ungefähr 8 cm. liebe Grüße an die Fans von Fenerbahçe. Nimm es bitte mit Humor, okay? Auch wenn es dieses Jahr mit der Meisterschaft nicht wird. So, was haben wir da noch? Welche Partei sind Sie denn? Also ich bin für die AfD, Alternative für Deutschland. Mit denen darf ich nicht reden, hat meine Mama gesagt. Oh. Tschüss! Du musst doch nicht immer alles glauben, was man dir erzählt. Welche Partei sind Sie denn? Richtig, mein Junge. Genau so macht man das mit Alice Weidel und mit der AfD. Einfach ignorieren und weggehen. Ganz simpel. Hat er richtig gemacht. Ich bin ganz bei dir. Das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Also. Nee, also das meine ich jetzt nicht. Das Jugendwort des Jahres, Smash. Also. Ist schon geil, wenn er bei einem seriösen TV-Sender wie Welt.de oder Online-Portal wie Welt.de jemand versucht, das Wort Smash zu erklären und dabei gleichzeitig sagt, ich würde auch, also ich smash gerne mit dir. Ich weiß nicht, wie der Moderator heißt, aber vielleicht auch zur Erläuterung für die Moderatoren, Smash heißt einfach nicht nur abschleppen, sondern Sex haben. So mal so zur Erklärung, vielleicht kann man sich das nochmal überlegen. Ich meine, Smash, hallo. Sollte man schon wissen, glaube ich, ne? Wenn man schon das Wort erklärt oder erläutert. Aber egal, ist so seriöses Fernsehen, funktioniert halt nicht so. Inshallah nimmt kein Mann dich als Frau außer ich. Inshallah gehen all deine Träume in Erfüllung, Barilla. Achso, diese Träume auch, was ich gerade gesagt habe? Wow! Inshallah nimmt kein Mann dich als Frau außer ich. Inshallah. Das sind definitiv im Moment eine der beiden angesagtesten TikToker überhaupt. Ja, Barello und Lune, sie singt, er, keine Ahnung, was er macht, er ist auf jeden Fall omnipräsent, ich habe das Gefühl, der Typ ist 24/7 online. So, und hier, Barello hat ja schon sehr oft immer gesagt, du, er ist verknallt in Lune. Ja, und manchmal hassen die sich, manchmal lieben die sich, und wenn er schon sagt, Inshallah nimmt dich kein anderer Mann zur Frau, heißt es im Umkehrschluss, ich glaube, er meint es wirklich sehr ernst. Ja, heißt jetzt neuerdings, Leute, wenn ihr euch verlieben möchtet, solltet ihr öfter auf TikTok online gehen.
Oder wie der neueste Werbeslogan von TikTok lautet: Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf TikTok Live Match. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über TikTok Live Match. Also, einfach mal machen. Ja? Vielleicht findet ihr auch euer Liebespaar. So, haben wir noch einen? Ganz genau. Ja. Da hast du mich sauer gemacht und da hast du mir gezeigt, dass du die ganze Zeit ein Spiel gespielt hast. Dass du fake bist. Welches Spiel denn? Ja, das Spiel, das hast du heute jedem gezeigt. Was willst du jetzt damit erreichen mit diesem Thema? Das hast du gestern Abend auch. Ja, sag doch, was willst du damit erreichen? Papis wollte auch. Ja, muss ich auch wirklich bestätigen, weil ich auch bin, ich liebe Menschen, die sich benehmen. Ich gebe euch diesen. Es zeigt wieder, was, Cosi, es zeigt wieder, was wir reden. Komm mal her. Es zeigt wieder, was wir sprechen. Wenn man arbeitet mit Menschen, egal wie man sich Diva fühlt, man muss die Menschen respektieren. Gestern in Hotel Versace, wir hatten alle Termine dort, alle sind gekommen. Der hat die Leute so schlecht behandelt, auch die Kameramann, mit respektlos gesprochen. Er ist kein Diva, er ist nicht Mariah Carey, er ist nicht besser als keine von uns hier. Ja, und das muss er lernen. Und er ist eine fette, große Baby. Wie du mit der ganzen... Wow! Also, mal ehrlich, Leute, ja? Also, Cosimo, beleidigen geht ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr. Fettes, großes Baby. Cosimo, du bist mein Bro in meinem Herzen. Digga, geht gar nicht. Ich bin bei dir. Wie jetzt? Das war's mit dem Video. Kein Problem. Hier ist der nächste. Schaut euch den an. Und an dieser Stelle, vergisst bitte nicht, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen.